Heute findet hier an der Hochschule in Mittweida das erste deutsch-belarussische Wirtschaftsforum statt. Dabei sprechen die Vertreter beider Länder über nachhaltige Kooperationsmodelle für die Zukunft. Neben vielen Special Guests haben sich viele Vertreter aus Politik und Wirtschaft hier heute eingefunden. Unter anderem Dr. Matthias Rösler. Wir haben ja auch in Sachsen, deshalb stehe ich hier als Landtagspräsident und Schirmherr, ein parlamentarisches Forum Ostmitteleuropa. Kein anderes Landesparlament hat so intensive auch politische Kontakte nach dem Osten wie das Sächsische. Unser in Deutschland residierende Botschafter für Belarus, Herr Sidorenko, ist auch dabei. Und ich denke, hier ziehen wirklich an einem Strang alle. In meiner Rede mache ich einige Akzente über den neuen Kontext der bilateralen Beziehungen zwischen Belarus und Deutschland. Wir sehen Kooperationsmöglichkeiten zwischen unserer Autoindustrie zum Beispiel. Unsere Unternehmen könnten Lieferanten sein für einige Zuliefererteile für deutsche Industrie, auch mit dem Thema Elektromobilität. Meine besonderen Dank gilt der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Mittweida. Guten Tag, Herr Professor Schmalfuß. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, was sagen Sie zum ersten deutsch-belarussischen Wirtschaftsforum hier an der Hochschule Mittweida? Wir haben ja erst Halbzeit bei unserem Forum, aber ich bin sehr erfreut, dass wir ganz viele Studierende aus Weißrussland, Russland und von uns aus Deutschland hier bei dem Forum begrüßen konnten. Darüber hinaus Gäste, Unternehmer, Hochschulprofessoren aus Weißrussland. Und nach der Halbzeit kann ich sagen, es war ein voller Erfolg. Und der Präsident des Sächsischen Landtages hat uns schon aufgefordert, dass wir im nächsten Jahr das zweite Forum organisieren sollen. Ich stehe jetzt hier mit Frau Didenko, der Hauptorganisatorin des Deutsch-Belarussischen Wirtschaftsforums. Frau Didenko, was haben Sie sich so inhaltlich von diesem Forum vom ersten Kongresstag so mitgenommen? Also wir freuen uns ganz besonders, dass nicht nur diese wissenschaftliche Brücke sozusagen, die wir so aktiv mit der Hochschule und mit der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen die letzten Jahre ausgebaut haben, vorhanden ist, sondern jetzt auch die Industrie, die Brücke zwischen den Unternehmern der beiden Länder nun wächst und sich entwickelt und auch, dass die Politik das aktive mit unterstützt. Also darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Ich kenne auch viele Studenten, die aus Belarus kommen und hier jetzt studieren, und die berichten mir sehr viel Positives. Und das ergänzen wir jetzt durch ein Wirtschaftsforum, das ergänzen wir durch politische Kontakte. Und das sind, glaube ich, wichtige Schritte in die richtige Richtung. Und das hier in Mittweida ist ein Traum. Applaus